Auf diese technische Prüfung freue ich mich wirklich wie Bolle, schon seit Wochen. Und deshalb muss das jetzt ganz schnell gehen. Deck die Zutaten als erstes auf. Tja. Oh Mann, lecker. Mandeln finde ich gut, hatte ich schon oft. Oh, du weißt es. Nee, weiß ich. Ich weiß nicht. Eine Linzertorte oder sowas? Eine Linzertorte? Oder ich weiß gar nicht, heißt es so? Also, ich finde jetzt Bittermandelaroma nicht wirklich spektakulär. So vom Geschmack her und Weinbrand finde ich irgendwie auch eklig. Also, hier haben wir noch süße Schneezucker, Puderzucker. Was ist da eigentlich der Unterschied zwischen Puderzucker und süßem Schnee? Weißt du das nicht? Ich bin wie immer blank, bar jeden Gedankens. Ja, also irgendwie müssen wir vielleicht kleine Förmchen machen. Und die müssen natürlich wieder akkurat gleich sein. Was schneiden, pinseln, ausrollen. Ich bin echt mal gespannt, was das wird. Aber schön lecker mit Bittermandel, liebe ich. Das Rezept, das ihr gleich ganz genau befolgen sollt, gehört zu meinen Lieblingsrezepten. Und ich freue mich schon so aufs Gebäck. Also, hopp, hopp, dreht die Rezepte um. Leipziger Lerchen von Betty. Leipziger Lerchen von der Bettina Schliephake Burschardt. Hab ich noch nie gehört. Danke, Betty. Ja, da habe ich einen Vorteil als Sachse. Ist ja geil. Also ich kenne Leipziger Lerchen, sehr hübsche Leipziger Lerchen, aber ich kenne nicht diese Leipziger Lerchen. Muss ich ganz ehrlich, es passen. Aber ich werde es dann halt einfach machen. Also 90 Minuten ist nicht viel Zeit. Wahnsinnig schwierig. Oh nein, Stress habe ich auch keinen Bock drauf. 90 Minuten ist absolut wenig Zeit, Stress pur. Ja, da muss man sich sputen heute. Wir haben alles wie immer nur ein einziges Mal, das heißt, darf nichts daneben gehen. Ja, der Puls geht gerade ein bisschen höher. Die Jury ist so nett und nimmt mein Lieblingsgebäck als technische Prüfung. Es werden Leipziger Lerchen. Danke, Betty. Es ist mir eine Freude, Eni. Besonders in Sachsen sind die Leipziger Lerchen ja Standard in jeder guten Konditorei. Deshalb orientiert sich mein Rezept auch relativ dicht am Original mit Weinbrand im Mürbteig. Jedoch bei der Form und Optik habe ich etwas freier interpretiert. Denn Tartelettförmchen hat man im Haushalt eher zur Hand. Arbeitet sauber und exakt, gerade beim Teiggitter. Jeder kleine Fehler fällt hier sofort auf. Das Gebäck ist optisch natürlich relativ schlicht. Deswegen ist es umso wichtiger, dass ihr die Konsistenzen und vor allen Dingen die Optik perfekt umsetzt. Ihr sollt uns nachher drei identische Leipziger Lerchen präsentieren. Und während ihr hier backt, kann die Jury schon mal in Vorfreude schwelgen. Ich bitte euch für diese Aufgabe raus. Es wird eine Blindverkostung. Und wir wünschen euch viel Erfolg. Danke. Und ihr habt für diese Aufgabe 90 Minuten Zeit. Und die starten wie immer auf mein Kommando. Auf die Plätzchen. Fertig. Backt. Saftige Mandelmasse im perfekten Zusammenspiel mit Mürbteig. Das macht die Leipziger Lerche aus. Für den Mürbteig muss man zuerst Mehl sieben. Das dauert ein bisschen. In der Zeit lohnt es sich unter Umständen nochmal ins Rezept zu linsen. Damit man auch ja nichts vergisst. Es geht damit los, dass ich Sachen abwiege. Und zusammenknete. Also zuallererst muss ich einen Mürbteig herstellen. Butter in Flöckchen dazugeben und mit der Hand unterkneten. Je kälter die Butter ist, desto mehr Kraft braucht man zum Kneten. Weißt du, ich habe noch zu meinem Mann gesagt, wieso mache ich hier bei so einer Backsendung mit, wenn man von Tuten und Backen überhaupt keine Ahnung hat. Also, dass ich überhaupt hier die letzte Frau noch hier bin oder dass ich überhaupt hier stehe, das grenzt schon wirklich an Wunder. Wieso? Die Konkurrenz hat in der Vergangenheit genauso Stärken und Schwächen gezeigt wie Sabrina. Zwei Teelöffel Weinbrand. It's one brand.
And it's two brand. Außerdem Eigelb, Zucker und Salz. Und schön weiterkneten. Erst halt quasi die kalte Butter, jetzt kommen alle anderen Zutaten drunter gemischt. Dann wird es flach ausgelegt und dann ja, kommt es in die Kühlung. Die perfekte Leipziger Lerche nach meiner Interpretation ist etwas dunkler als goldgelb gebacken, hat unten einen schönen Mürbteig, der einen geraden Abschluss hat. Darüber wölbt sich so leicht die Mandelmasse mit dem Gitter. Der Clou dabei ist tatsächlich, dieses Mürbteiggitter oben drauf zu machen. Da wird Betty ganz speziell darauf achten, dass diese Fäden, die draufgelegt worden sind, alle exakt geschnitten sind. Mindestens 4 Streifen möchte ich sehen, die wirklich so wie so ein Gitter über das Gebäck gelegt werden, bis zum Rand. 4 Streifen. Das könnte ein Hashtag werden. Teig sieht top aus. Nicht damit spielen. Einwickeln und kühlen. Bruder Kai, der ist da hinten aber auch schon ganz schön schnell. Je flacher, desto schneller kühlt er, dachte ich. Weißt du? Da merkt man, dass alle Promis schon eine Weile dabei sind beim großen Promi-Backen. Jetzt kümmere ich mich um die Mandelmasse und alles Step by Step. In Step 1 geht es wieder mal um Butter. Für die Mandelmasse. Die Butter mit einem Handgerät schaumig rühren. Wo war das nochmal? Nicht hektisch werden. Es wird alles gut. Und wenn dann die Butter endlich schaumig ist. 100 Gramm Puderzucker, 1,7. Dafür stellen wir ein Profigerät zur Verfügung. Der nächste Schritt geschieht von Hand. Eigelb. Jetzt hier die gemahlenen Mandeln. Wie viel? Und jetzt kommen 120 Gramm gemahlene Mandeln rein. Man kann es gar nicht oft genug erwähnen. Es lohnt sich enorm, sich an das Rezept zu halten. Es gibt da Erfahrungswerte. Okay, zack. So, dann Bittermandel, Aroma, ein halbes Fläschchen. Die ersten 15 Minuten werden gut durchgerödelt. Richtig so, denn steter Tropfen backt den Kuchen. Da muss jetzt eine halbe Flasche rein. So, und ihr seht, es ist eine halbe Flasche. Mehr mache ich auch nicht rein, nicht, dass es nachher zu intensiv ist vom Geschmack. Die Herstellung dieser Mandelmasse ist nicht kompliziert. Man muss halt darauf achten, Butter und Zucker gleichmäßig verteilen, beim Mehl unterheben, keine Klümpchen reingeben und das Eiweiß muss Stand haben. Beim Befüllen muss man aufpassen, dass man die Marmelade nicht an den Seiten rausdrückt, weil ansonsten kann sie dir verbrennen. Ansonsten füllst du es kurz unter knapp der Kante ab und dann beim Backen wölbt sich diese Mandelmasse ein wenig nach oben. Wenn man das eigentlich befolgt, dann kann bei der Masse nicht viel schief gehen. Der Gesang der Lerche ist viel schöner als das Knattern der Rührgeräte. Aber was soll man machen? So, ich habe auch nicht geguckt, ob ich die Eiweiß noch brauche. Zum Glück habe ich sie noch übrig. Voila. Ja, was sagt Eni immer? Wir sollen uns das Rezept ganz genau durchlesen. Ich mache aber immer eins nach dem anderen und zum Glück habe ich die Eiweiß nicht weggeschmissen, sonst hätte ich jetzt ein Problem. Die anderen machen es anscheinend anders. Ach, Scheiße. Die hätte ich aufschlagen müssen, ne? Ja, sehr gut. Das ist wirklich das größte Chaos heute. Ich nehme das Eiweiß jetzt einmal wieder raus und hoffe, dass ich da irgendwas mit aufschlagen kann. Ich weiß auch nicht. Es ist Aufgabe 2. Ich bin nicht entspannt rangegangen, deswegen atme ich jetzt einmal tief durch. Und ab jetzt läuft's rund.
Ob das Eiweiß da mitspielt? Aber geil, geht noch. Also das Eiweiß geht hoch. Zum Glück. Ist nicht schlimm. Außer, dass ich mich wahnsinnig schäme, dass ich jetzt so viel Mist gebaut habe. Also es ist wirklich peinlich. Ach, hier muss man sich für nichts schämen. Hier haben wir alles schon gesehen. Jetzt muss ich das Eiweiß mit dem Puderzucker steif schlagen und dann portionsweise in diesen Teig unterheben. Und dann den gekühlten Mürbeteig rausholen und dann befüllen. Und das alles ohne Skizze. Um dieses Rezept umzusetzen, braucht man ein gewisses Vorstellungsvermögen. Vor allem, wenn man das Gebäck gar nicht kennt. Also ich hoffe, dass das nachher aber auch so ist, dass die Füllung dann schön aufgeht. Aber es sieht so aus, als hätte sie durch diesen Eischnee an Volumen gewonnen. Und darum ging es ja im Endeffekt. Vielleicht hilft auch gutes Zureden. Feine Mandelfüllung, fein. Ich bin sogar noch liebevoll zu ihr, der Mandelfüllung. Leicht steif. Zumindest steht da leicht steif. Den leicht steifen Eiweiß. Oh Gott. Ich bin auch leicht steif. Deine Karriere steht auf dem Spiel. Ich bin leicht steif, wie das Eiweiß. Es ist wirklich, dieser Typ macht mich fertig. Ich bin leicht steif, wie das Eiweiß. Ich habe gar keine Ahnung davon, wie die sein muss. Ich mache einfach Schritt nach Schritt und hoffe dann, dass dann am Ende das rauskommt, was rauskommen soll. Aber ich habe keine Ahnung, wirklich nicht. Die richtige Steife ist nicht das einzige Problem. Auch geometrisch fordert das Gebäck die Stars aufs Äußerste. Aber ich meine, wie soll ich denn hier aus diesem Teig drei Dinger rauskriegen? Das ist doch Wahnsinn. Das schaffe ich doch gar nicht. Sabrina hat das Rätsel bereits gelöst. Und ansonsten, na doch, da kriege ich ja noch eins raus. Also ich weiß nicht, vier sollten wir ja backen, aber wir müssen ja nur drei präsentieren. Und tatsächlich, glaube ich, mehr kriege ich da auch nicht raus. Nur drei Lärchen würden volles Risiko bedeuten. Außerdem muss das Verhältnis zur Mandelmasse stimmen. Egal, wie viele Törtchen man macht. Jetzt kommt der Dinger rein. Jetzt machst du den Dinger rein. Für die Leipziger Lärchen kommt der jetzt rein. Machst du die erste Lärchen rein. Bisschen ungleichmäßig ausgerollt. Das könnte sich rächen. Liebe Promis, ihr habt noch eine Stunde. Hä? Wie soll das denn gehen? Das kann doch keiner schaffen, oder? Tatförmchen auskleiden kriege ich hin, wenn mir nicht diese Zeit im Nacken hängen würde. Das ist der Hammer. Die Zeit ist auf Kante genäht. Die Lärchen werden auf Kante geschnitten. Sieht eigentlich ganz okay aus. Dann kommt jetzt die Aprikosenkonfitüre rein. Sie sollte später von der Mandelmasse komplett bedeckt sein. Ich muss mal kurz gucken, wie viel 40 Gramm sind, damit ich ungefähr weiß. Oder wie viel 10 Gramm sind, damit ich ungefähr weiß, wie viel Aprikosenkonfitüre. Perfekt. Gut. Jochen braucht ja für drei Törtchen weniger Marmelade. Ja, ich wollte gerade noch mal wissen, bis wie viel ich jetzt quasi die Mandelfüllung hier reinzutun habe. Bis unter den Rand. Beim Backen wird sie dann schön aufgehen und eine Wölbung bilden. Die ist schon ganz schön widerspenstig hier. Die Leipziger kenne ich eigentlich so als nette Menschen. Ich weiß gar nicht, warum die Leipziger Lerche nicht so zwitschert, wie mir das gefällt. In Sachsen zwitschert man halt, wie einem der Schnabel gewachsen ist. Jetzt soll man noch so ein paar Gitter darüber machen. Und jetzt muss man halt gucken, ob man die aus dem dünnen Mürbeteig hier rauskriegen. Zuerst die Streifen.
ich habe jetzt nicht mehr die Zeit, das wahnsinnig krass auszumessen. Deswegen lasse ich jetzt hier gerade so ein bisschen Augenmaß walten. Doch keiner hat schärfere Augen als die Jury. Scheiße, die müssen natürlich gleichmäßig sein. Und das ist natürlich wieder genau die große Kunst. Ah. Was ist schmal? Das Gegenteil von breit. Wir helfen doch gerne. Da stand einfach nur Gitter. Ich mache das jetzt so einfach wie möglich. Wenn es nicht genauer dasteht? Also ich lege jetzt hier 4 drauf, weil ich glaube, dass das ein gutes Gitter ergibt. Man könnte auch flechten. 1, 2, 3, 4, 5. 1, 2, 3. War es die Nachtigall oder die Lerche? Es war die Halbzeit. Noch 45 Minuten. Das Ding muss jetzt rein. Nach 10 Minuten 175 Grad, dann müssen Sie noch mal, 30 Minuten backen. Mhm. Und dann in die Kühlung. Oh, das ist wirklich, also dieser Wettbewerb ist auf und ab, ja. Nach dem Bananenbrot hat man sich super gefühlt, jetzt kommt das. Und dann gibt es ja noch eine dritte Aufgabe. Also ich finde, das setzt einen hier ganz schön unter Druck. Während die Lerchen backen, dürft ihr euch entspannen. Wie wär's mit Meditation? Einmal kurz ins Om und zurück. Boah, ich stink schon wieder wie ein Puma. Leopard. Ja, wie ein Leopard stink ich. Geht's dir schlecht oder chillst du? Das Adrenalin fällt gerade ab. Naja. Könnte sein, dass ich jetzt schon mein vorgezogenes Mittagstief hab. Wir können nichts mehr machen. Entweder es wird was oder es wird nichts. Tja, jetzt bleibt nur noch abzuwarten. Komm, wir machen mal Liegestützen, bisschen Zeitplank. Okay, Leute. Komm los, Sport Leute. Jetzt! Es lebe der Sport! Liegestütze. Liegestütze? Jeder macht eine Übung vor. Okay, komm, los, ab auf den Boden. Ich muss mal nach meinem Gebäck gucken, ich glaube, es verbrennt. Aber ich muss wirklich nach meinem Gebäck los. Gucken. Los! Ja, also, was? Ich glaube, ich verkürze hier mal die Backzeit, wenn ihr Zeit habt für Sport, ne? Also, so wie sieht denn das hier aus? Wieso, was sollen wir denn machen? An die Öfen. Vielen Dank, vielen Dank. Ich muss sagen, ich bin sehr überrascht. Die haben locker, das war eine Minute, durchgehalten. Homeworkout mit Philipp Boy. Jetzt, von hier aus könntest du doch bestimmt, das fasziniert mich immer total, dieses Ding jetzt von hier aus einfach so in Handstand gehen, oder? Na dann hoch mit dem Wiener. Ja, das könntest du, Theorie. Also hier, das ist das halt, das fasziniert mich immer. Und dann geht das. Oh, Wahnsinn. So, der große Promi-Zirkus. Jeder kriegt gleich noch ein Kostüm. Ey Leute, habt ihr noch ein bisschen Weinbrand? Ey Leute, genau. Ey. Wir haben doch noch ein bisschen was über. Wir haben uns doch lieb. Das ist eine sehr gute Idee. Nach dem Sport sollte man erstmal einen Weinbrand trinken. Ja, Prost, 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 Prost. Ich schaff das leider nicht. Könnt ihr meinen Bild trinken? Warte, ganz kurz. Wieso? Was ist mit dir los? Er trinkt doch nicht. Ich trinke doch keinen Alkohol. Ach so, okay. Alles klar, cheers. Jawohl. Auf dich, Prost. Ach, habt ihr eigentlich im Rezept gelesen, dass man nach mit dem Weinbrand die ganzen Dinger noch mal einpinseln dann soll? Dann haben wir aber alle, nicht keinen. Boah. Oh, ich war jetzt aber echt so gut. Warte mal, ganz kurz nochmal nachgucken. Die Lerche klingt gar schön, so ähnlich wie wenn ich so ein Törtchen bekomme. Ihr habt jetzt noch 10 Minuten, dann hört ihr noch mal meinen Freudenschrei. Puh, noch 10 Minuten, wir kriegen es hin. Und, wie sehen sie aus? Ich finde, die hätten ein bisschen heller noch sein können, oder? Ist okay. So goldgelb, das ist jetzt für mich goldgelb. Die ist wunderschön.
Die Lehrherrche, die Lehrherrche, die führt die Braut zur Kehrherrche. Fühlen schon alle das Fideralala? Schön, goldgelb, goldbraun. Goldgelb und goldbraun, das klingt nur bedingt nach derselben Farbe. Die Backfarbe ist mega geil, denke ich mal. Ich weiß zwar nicht, wie es aussehen muss, aber ich könnte mir vorstellen, dass es gut aussieht. Ich bin sehr, sehr zufrieden mit der Backfarbe. Die kleinen süßen Babys müssen jetzt 7 Minuten ins Gefrierfach. Dann müssen wir sie rauslösen und noch ein bisschen bestäuben. Do you feel all right? Hope the sun is shining bright. Do you feel all right? Hebst du mich mal hoch? Ja, ich. Und hepp, hopp. So. Also. Jeppa, hampere. Jetzt soll aber auch Musik machen. Jetzt auch singen. Ja, und du hast mir gerade fast den Kopf abgehackt. Naja, ich konnte nicht mehr halten. Falls die Promi-Karriere mal ins Stocken gerät, als Kreuzfahrt-Animateure hätten alle 4 Stars noch eine große Zukunft vor sich. Seit 1876 gibt es diese Leipziger Lerche und in wenigen Sekunden auch hier für unsere Jury. 10. Guck mal, die lassen sich 1A lösen hier. 9. Sieben, 6, 5, 4, 3, 2, 1 und Schluss. Hände weg vom Gebäck. Superhero.